Herzlich willkommen bei Peter Felser aktuell, heute mit David Bendels. Herr Bendels, Sie waren jahrelang in der CSU und auch CDU, aber jetzt sind Sie nicht mehr Mitglied. Können Sie das erklären? Ja, ich bin im Juni 2016 aus der CSU ausgetreten. Ich hatte vorher noch mit einigen Mitstreitern im Jahre 2014 den konservativen Aufbruch in der CSU gegründet. Wir haben versucht, den linkslastigen Abwärtskurs der CSU zu bremsen. Die CSU folgt ja seit Jahren dem linkslastigen Merkel-Abwärtskurs. Ich habe dann aber im Juni 2016 eingesehen, dass dieser Kampf auch in der CSU nicht mehr zu gewinnen ist. Dass Seehofer weiterhin untätig bleiben wird und weiterhin Merkels Masseneinwanderungspolitik hinnehmen wird. Und ich habe dann im Juni 2016 den Entschluss gefasst, aus der CSU auszutreten, denn man will sich morgens beim Rasieren ja auch noch im Spiegel anschauen können. Gratulation, Respekt, eine klare Entscheidung. Aber dann gibt es ja eigentlich im konservativen Spektrum nur noch eine Alternative, oder sehen Sie das anders? Das sehe ich so. Ich bin aber seit Juni 2016 jetzt parteilos, engagiere mich aber politisch im vorpolitischen Raum als Vorsitzender und Sprecher des Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten. Wir wollen den Verein zu einer konservativen Denkfabrik ausbauen. Wir wollen so etwas wie eine Gegenöffentlichkeit auch schaffen. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger informieren, vielleicht auch mit Informationen, die sie über die linken Meinungsmedien so nicht mehr bekommen. Und wir sprechen auch Wahlempfehlungen aus. Und für uns als Verein ist die AfD derzeit die einzig wählbare konservativ-bürgerliche Partei in Deutschland. Klare Ansage, aber können Sie vielleicht nochmal 3, 4 Themen benennen, die Sie wirklich identifiziert haben und als konservative Themen auch aufgreifen? Also ganz, ganz wichtig ist natürlich der Bereich innere Sicherheit. Wichtig ist auch der Bereich Migration. Wichtig ist auch der Bereich Wirtschafts- und Finanzpolitik und damit einhergehend die Familienpolitik. Aber ganz klar, natürlich beschäftigt die Menschen im Lande, insbesondere erstens die Massenmigrationskrise, die ja weiterhin anhält. Die Medien berichten nur nicht mehr so dezidiert. Und zweitens das Thema innere Sicherheit. Ich spreche da nicht nur über die Gefahr von islamistischem Terror. Die Gefahr hat natürlich zugenommen, auch ausgelöst durch Merkels Masseneinwanderungspolitik. Aber sehen Sie sich beispielsweise die kürzlich veröffentlichte Kriminalitätsstatistik an. Das Bandenwesen in Deutschland nimmt weiter zu. Einbruchsdelikte nehmen zu. Die innere Sicherheit in Deutschland ist gefährdet und das bewegt die Menschen im Lande. Und das sind Themen, die bürgerlich-konservative Parteien wie beispielsweise die AfD aufgreifen müssen. Union, CDU und CSU versagen in diesen Politikfeldern weitgehend. Nun sind wir ja in Kempten im Allgäu, mitten im CSU-Land. Die CSU-Land, ja, Sie haben vollkommen recht, die Themen sind genau die richtigen. Und wir werden uns in Berlin innerhalb der CDU dann einbringen. Ist das richtig, wie da dort argumentiert wird? Oder stimmt es, was die AfD sagt, wer CSU wählt, der wählt eigentlich Angela Merkel? Sie haben schon gesagt, ich kann da nur zustimmen, wer CSU wählt, wählt Merkel und wird Merkel und ihre Masseneinwanderungspolitik bekommen. Seehofers Theaterdonner oder auch das Gerieren als Hüter des Konservatismus von einem Joachim Herrmann oder auch von einem Markus Söder, das ist wie gesagt Theaterdonner. Und ich garantiere Ihnen, am Ende des Tages wird Seehofer allein aus machtpolitischem Kalkül heraus immer wieder als Bettvorleger dieser Kanzlerin landen. Das hat er in den letzten Monaten, in den letzten 1,5 Jahren zu Genüge bewiesen. David Bendels, vielen Dank. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Ade.